Sicher haben Sie schon von Bonnie und Clyde gehört. Ein ähnlich tolles Pärchen sind Dennis und Sue Ann in dem Film Der Engel mit der Mörderhand. Dennis, scheinbar ein guter, strebsamer Junge, der hart arbeitet. Aber in seinem Leben gibt es einen dunklen Punkt, den nur wenige kennen. Sag mal, dann ist das alles wahr, was in dem Brief steht? Was? Ich meine, dass du das Haus von deiner Tante angezündet hast und sie dabei verbrannt. Ist das stimmt? Tja, und dann die süße Sue Ann. Ein amerikanisches Püppchen wie aus dem Bilderbuch. Oberschülerin. Gut erzogen. Aber... Wie lange dauert das jetzt? Nicht lange. Geht gleich los. Der Mond sieht vielleicht ulkig aus. Du gehst auf dein Zimmer. Bestimmt nicht. Sag kein Wort. Tu, als ob gar nichts passiert wäre. Wir werden beobachtet. Anthony Perkins als Dennis. Hey, du! Komm da runter! Haben Sie Angst, dass ich weglaufe? Nein. Dass ich Bomben lege, dass ich raube und morde und vergewaltige? Es gibt Gesetze und die muss man eben befolgen. Zwei Wochen, um zu beweisen, dass alles in Ordnung ist. Aber es geht auch um mein Leben, Mr. Eisenhower. Es geht um das einzige Leben, das ich habe. Tuesday World als Sue Ann. Lass uns weitermachen, Sue Ann. Der Engel mit der Mörderhand. Den hat's ganz schön erwischt. Der erste Schlag hat noch nicht genügt und da habe ich nochmal zugeschlagen, hier in die Seite. Das war eine Woche. Montag lerne ich dich kennen. Dienstag verliebe ich mich in dich. Mittwoch bin ich dir untreu. Donnerstag machen wir einen kalt. Dann weißt du, wenn das keine tolle Woche ist, zu Ende. Dennis, bitte mach!